Willkommen beim Hashtag Dienstag. An keinem geringen Tag als den Dienstag. Wir haben heute nur eine ganz kurze Nummer vor. Ein kleines Community-Video, wo ich mich bei euch bedanken möchte dafür, dass ihr mir so fleißig kommentiert. Da freue ich mich nicht nur drüber, sondern ich baue das auch noch ein. Ich wickele mit euch weiter. Also ich versuche, eure Wünsche immer gerecht zu werden und baue die in unseren Content ein. Und deswegen haben wir eben nicht mehr nur das klassische Review. Das hören wir auch nicht mehr auf mit. Aber wir haben uns weiterentwickelt. Wir haben Reichweitentests. Wir haben Interviews. Wir machen eure Fragen für andere Leute. Wir haben Themen zum Beispiel, wo wir sagen, wir stellen das Auto in ein gewisses Thema. Ist es ein Rentnerauto, ein Wellnessauto, vielleicht sogar ein Dienstwagen? Ne? Oder wir machen sowas wie die 5 oder 10 oder überhaupt Gründe, warum wir glauben, ein Auto ist besonders oder in einem besonderen Thema so darstellbar. Und Drag Races, ja, machen wir nicht nur in Zukunft versprochen, sondern garantiert, denn wir haben schon unser Produktionstermin. Und guck mal hier eine kleine Auswahl von den Dingen, die wir für euch schon vorbereitet haben. Da könnt ihr euch in Zukunft drauf freuen. Platzverhältnisse gehört natürlich auch der Kofferraum zu, deswegen gucken wir da als erstes rein. Wir haben hier in der Giulia, tada, haben wir schön 480 Liter Stauraumvolumen. Du kannst die Rückbänke auch umklappen, wenn du sie denn bestellt hast. Da gibt es von Alpha keine richtigen Angaben. Ausmessen haben wir gar nicht gemacht, weil wir ja genug mit ihm hier zu tun gehabt. Und jetzt erstmal auf die Rückbank, denn das gehört auch mit zu den Platzverhältnissen. Unsere ganz beliebte hausgemachte Limonade und heute haben wir wieder Rhabarber. Das schmeckt ganz gut. Das werde ich machen. Wir kommen schon nach dem Fazit und diesmal, Achtung, hier für mich sogar ein bisschen verkopft und verdreht und alles, weil wir zwei Antworten quasi in eine vermengen können. Wir haben ja gefragt, ist das Auto sein Geld wert? Und wir haben auch gefragt, was ist es eigentlich hier? Ist ja alles durcheinander irgendwie, davon ein bisschen was, ist er denn am Ende? Und am Ende steht hier ein Schweinefisch. Guck mal, genau so sieht das nämlich aus. Es ist weder Fisch noch Fleisch, sagt man oftmals, aber hier ist es einfach Fleisch und Fisch zusammen. Der besondere Grund Nummer 10 ist dieser kleine Knopf hier, wo H2O draufsteht. Warum? Weil das Auto hat natürlich auch Schadstoffe, die es ausstößt. Und das ist in diesem Fall einfach mal Wasser. Das macht das Auto zwischendurch immer wieder, wenn der Tank voll ist oder die Blase, macht das Auto schnell mal Pipi zwischendurch, kriegst du gar nicht mit. Aber du hast eben auch diesen lustigen Knopf hier, wo du es eben physisch selbst einleiten kannst. Und genau das machen wir. Wir lassen das Auto jetzt pinkeln. Wir haben unten mal ein Glas hingestellt. Achtung, ich drücke jetzt drauf. Kommt da was, Paul? Ist schon was im Glas drin, ne? Dann würde ich das Glas mir jetzt mal abholen und mal gucken. Es ist nicht viel, ne? Guck mal hier, glasklar die Brühe, ne? Pipi vom Auto ist glasklar. Wir wollen uns heute mal vergleichend anschauen, die flammneuen M-Fahrzeuge der MGmbH, M4 Coupé und den M3. Beide als Competition-Version und wir wollen natürlich auch rausfinden, unterscheidet die eigentlich nur die Form oder unterscheidet die auch fahrerisch etwas? Wir wollen also hinein, von innen uns angucken, von außen uns angucken und die Dinger natürlich auch fahren und dann mal gucken, ist es wirklich ein großer Unterschied oder kannst du dich eigentlich nur designtechnisch entscheiden, welchen willst du haben? Tja, da kommt einiges in Zukunft und wie ihr seht, es ist notwendig, dass ihr kommentiert, damit ich letztendlich wie eure Handpuppe funktioniere, denn wenn ihr das nicht tut und ich mich versabbel, dann kommt ab und zu mal sowas raus. Und hinten haben wir dann, was waren das, 210 PS und 350 Newtonmeter maximales Drehmoment. Ja, und das wäre jetzt der klassische Versprecher, aber mein Kopf, Paul weiß, es funktioniert wie ein Konfetti-Luftballon, der explodiert. Und deswegen, immer wenn ich mich verspreche, versuche ich einfach weiterzureden und das wieder aufzufangen, womit dann ab und zu auch solche verrückten Sachen stattfinden. Und das ist kein gefakter Outtake, das ist genau so passiert. Kommen wir mal zum Thema Reichweite, die wir 1933 natürlich bei dem EQA auch haben wollten. Schon damals haben sie getüftelt mit dem Wernher von Braun und deswegen jetzt Thema Reichweite. Paul ist unterwegs gewesen im Bundesdeutschen Reich bis nach Kaliningrad.
ist, dass wir eigentlich sowas gar nicht sagen oder zeigen. Deswegen machen wir es auch gar nicht. Das war ja eigentlich wirklich nur zu rein wissenschaftlichen Gründen, damit ihr seht, was bei mir im Kopf passiert, wenn ich mich mal verspreche und dann an einem einzigen Wort es hängt wie Reichweite und ich versuche das aufzufangen. Klappt manchmal auch nicht ganz so gut, wie ihr gerade gesehen habt. Aber letztendlich geht es mir darum, mit dem ganzen Content, den ich euch gerade gezeigt habe, euch nochmal wirklich bewusst zu machen, ich nehme euch ernst und ich finde das geil, dass ihr kommentiert und dass wir letztendlich den Kanal gemeinsam entwickeln. Es ist aus meiner Sicht auch unser Kanal. Ne? Und deswegen vielen Dank für die Kommentare und Entschuldigung dafür, dass ich es nicht immer schaffe, sofort eure Kommentare nochmal wieder zu beantworten und zu kommentieren. Der Tag hat halt nur 24 Stunden. Wir wollen ja in der Zeit neuen geilen Content für euch machen. Ne? Und wenn ihr das alles geil findet, dann könnt ihr schön mal ein Abo dalassen und die Glocke anmachen und den anderen Kollegen von euch auch Bescheid sagen, die sagen, wow, ist da denn los? Habe ich so noch nicht gesehen. Oder einfach sagen, komm, mache ich nicht. Ne? Für diejenigen, die es machen wollen, Achtung, ich weiß gar nicht, wie die Kamera eingerichtet ist. Ich denke einfach, hier kann jetzt dieser schöne kleine Button kommen, damit ihr abonnieren könnt. Ne? Warte ich noch mal ein bisschen, warte ich noch mal ein bisschen. Und jetzt müssen die 20 Sekunden, die das Ding immer läuft, auch um sein. Und wenn nicht, dann nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.